Gestern Morgen brannte eine Wohnung in Odenkirchen vollkommen aus und ist nun nicht mehr bewohnbar. Ein Anwohner meldete der Feuerwehr den Brand in der Erdgeschosswohnung auf der Stettiner Straße. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schossen Flammen aus dem rückwärtigen Bereich der Wohnung, sodass ein Übergriff auf darüberliegende Wohnungen zu befürchten war. Über dem Balkon konnte der Brand aber schließlich gelöscht werden. Die Bewohner konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr retten. Einer der Bewohner zog sich beim Löschversuch eine leichte Rauchvergiftung zu. Die unverletzte Person kam vorübergehend bei Verwandten unter. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Ein 15-jähriger Intensivtäter konnte gestern Abend nach einem Einbruch in diese Kindertagesstätte auf der Hohlstraße festgenommen werden. Er und mindestens drei andere brachen gegen 20.40 Uhr in den Kindergarten ein und wollten anschließend fliehen, als die Polizei eintraf. Zwei der Einbrecher gelangen die Flucht, die anderen wurden im Gebüsch an der Bahnlinie gestellt. Darunter auch der 15-jährige, der erst vor kurzem wegen Eigentumsdelikten zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden war. Der Haftantritt stand aber noch aus. Auch in einem halben Dutzend anderer Strafverfahren wird der Junge beschuldigt. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Über die Weihnachtsferien wurde auch noch in 3 anderen Kitas eingebrochen. Dabei wurden auch Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nach Tätern, die in der Neujahrsnacht ein Auto auf der Oststraße in Brand setzten. Sie sollen nach Zeugenaussagen ein vorbeifahrendes Auto durch einen geworfenen Gegenstand angezündet haben. Danach seien sie in Richtung Korschenburger Straße geflüchtet. Die Polizei veröffentlichte dieses Foto des brennenden Pkw heute und bittet Zeugen, sich unter 02161 200 zu melden. Zu Beginn des neuen Jahres können sich Studieninteressierte an der Hochschule Niederrhein orientieren. Vom 14. Januar bis zum 8. Februar sind an fast allen Hochschulen und Universitäten in Nordrhein-Westfalen die Wochen der Studienorientierung. Im Zuge dessen gibt es an der Hochschule Niederrhein diverse Veranstaltungen zum Studienangebot in allen 10 Fachbereichen. Dazu zählen Studieninformationstage, Rundgänge, Workshops, Vorträge und Campusführungen. Alle Infos zum Programm findet man auf der Seite der Hochschule unter Studienorientierungswochen. Gestern absolvierte die Fohlenelf ihren Laktattest in der Winterpause. Lediglich Mamadou Doucouré und Raphael fehlten noch verletzungsbedingt. Der Test ermöglicht dem Trainerteam genaue Informationen zur Grundlagenausdauer der Spieler. Heute ging es dann mit dem Training wieder los, bevor die Mannschaft dann ab Samstag für eine Woche ins Trainingslager nach Jerez in Spanien fährt. Bisher gab es noch keine Transfers, laut Rheinischer Post könnte das wohl auch so bleiben, da Hecking und Eberl zufrieden mit dem Kader seien. Das Team steht aktuell auf Rang 3 in der Tabelle. Am 19.01. muss die Fohlenelf zum Auftakt der Rückrunde dann in Leverkusen ran.